Herzlich willkommen zur Bundesliga. Heute reden wir über Fußball. Fußball. Hey Nils, na? Hi Eddie, wie geht's dir? Was macht Eintracht? Weiß nicht, ich war jetzt nicht da gewesen. Ich war ein bisschen krank. Ah, und dann habe ich Pokémon gespielt. Jetzt sind wir wieder in Division. Hi, okay. Hi Olli. Hey, da, oh, eben war hier der Nils gewesen. Oh, komisch. Crazy shit. Ja, wir werden heute hart Innis zeigen. Wir werden die letzte Inni zeigen auf dem Schwierigkeitsgrad. Hart wie mein Personality. Penis. Ah, ich wollte extra. Entschuldigung. Penis. Wie die Personality von mir quasi. Und zwar werden wir die letzte Mission zeigen. Und was gibt's sonst dazu sagen dazu? Außer, ich stelle das jetzt ein. Wir können mal bei mir ins Ingame geben. Ich habe es aufgehört zu klatschen. Das sah gerade so geil aus. Warte. Wir haben mal den guten Daniel, den Oro, das ist ein Freund von mir, dabei. Kannst du alle mal nebeneinander stellen, damit wir gucken, wie cool wir sind, was für coole Dudes wir sind. So, mal clap, clap, clap your hands. Clap. Wo ist denn mein Clap, Clap? Ah, ich mach nur den Jumping Jack. Jumping Flaps. Jabs, Flaps. Okay. Guck mal, wir sehen eigentlich, haben alle das gleiche Gesicht ausgewählt, oder? Mann, sind wir kacke. Nee, wir sind verdammt cool. Zack, clap, clap. Ah ja, vielleicht nochmal kurz zu erwähnen, WMR fällt insofern aus. Deswegen seht ihr jetzt hier Division, weil der gute Gunnar in... Darf er das überhaupt sagen? Er ist nicht hier. Er ist nicht hier, er dreht ein Porno. So. Das wollten wir nicht sagen. Ach, jetzt so. Ist die Katze aus dem Sack. The cat is out of the bag. Ja, das, so ist der Oro, das ist der Oro, der gute Daniel. Hallo Daniel, Herzchen, das ist der Olli, Herzchen, das ist der Jens, Herzchen. So. Der Chat will dein Equipment sehen. Zeig doch mal, was du hast. Ich habe noch nicht so viel. Nee, ist noch alles ja, episch. Es ist, also ich habe noch ein bisschen mehr andere Sachen, aber die sind meine epischen. Ich gehe halt auf DPS und deswegen ist mein episches Gear besser, weil da die, ja, wie soll ich sagen, ist halt einfach besser. Ja? Ich will halt auf Max DPS gehen und ich bin ja erst seit gestern 30. Und ja, man muss auch dazu sagen, mein Equipment ist jetzt im Vergleich dazu noch komplett blau. Liegt daran, weil ich jetzt erst kurz, wir haben jetzt, bevor wir angefangen haben, noch ein bisschen gespielt, weil ich eben noch nicht 30 war. Und ja, ich bin quasi erst jetzt, kurz bevor wir live gegangen sind, 30 geworden. Ja. Dementsprechend ist mein Equipment jetzt noch nicht. Genau, jetzt zeige ich mein Equipment. Porno. Warte mal eben. So. ich kann euch mal kurz meine Ability zeigen, weil viele gefragt haben, was spielst du für ein Bild? Haben gar nicht so viel gefragt, ich tue nur so. Einer hat es gefragt, habe ich gerade gesehen. Ja, ich habe es gesehen, stimmt es echt. Hier, arbeitet Jens auch oder spielt er nur Division? Mein Schul quietscht, das ist geil. Egal. Also wir spielen, es gibt halt, ich erkläre kurz, bisschen Tutorial-mäßiges. Ihr könnt halt verschiedene Abilities aussuchen, wer hätte das gedacht? Und zwar, ich spiele jetzt mit Puls auf mehr Damage und mit Retz, damit ich den guten, also mit, wie heißt es noch gleich, First Aid mit Retz, weil ich immer sterbe. Ja, richtig. Zusätzlich habe ich noch als Defensiv-Skill, als Master-Skill den Survivor-Link. Und als Talente verwende ich so diese Standard-Dinger, die ihr jetzt natürlich auch schon alle kennt, weil ihr super cool seid. Und zwar einmal Steady Hands, On the Move, Tech Support und Death by Proxy. Hä, du hattest doch gestern nicht Geburtstag, Jens. Ich hatte gestern nicht Geburtstag. Gestern hatte der Mental Geburtstag. Mental hatte gestern Geburtstag. So, das ist nicht Mental. Ich bin nicht Mental. Hi. Fast hübsch, aber auch nur fast. Okay, stimmt. Hi Mental, by the way. Du wolltest zugucken. Wenn du nicht zuguckst, dann... Brechen wir dir die Beine. Dann breche ich dir deinen Penis. So, erstmal machen wir jetzt hier auf schwer. Zack. Natürlich auf schwer. Mädchen, weil wir wollen Epics haben und The Money. Und wir wollen mal hier ein bisschen... Action machen, habe ich jetzt richtig auf Abisele Action wollen wir machen. Abisele Action. Neu. Ja, okay. Dann neu. Dann neu, lass mal doch in die Instanz reingehen. So, das ist wie gesagt die letzte Mission. Ich habe schon einen Scan gemacht, das ist eigentlich Quatsch, weil ich noch gar nicht lustig. Das mit dem General reden. Und der sagt jetzt, so, du bist noch am Laden. Jetzt bin ich da. Okay. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Jens Ingame Sound auf die Boxen, das wäre ganz cool. Okay. Ich weiß nicht. Ja, ich krieg jetzt einfach noch die Update-Dorships, weil wir müssen irgendwas in Luft. So, Eliminate LMB Guards. Gehen wir doch hin. Gehen wir mal hier hoch. Also wir machen jetzt gerade sozusagen den letzten Aufstand vom... Guck mal, da unten sind sie schon alle. Ist das jetzt die finale Mission? Die finale Mission auch ganz schwer. Oh, das ist natürlich schön. Das merkt man direkt an den Bäuchen. Aua! Aua! So viel dazu. Naja, ich habe die Scharfschützen auf der oberen Balustrade nicht gesehen. Was? Das macht ja auch keinen Sinn. Dieses Blenden von dem Scharfschützen. Ich sehe nichts, was so schön ist wie Jens. Guck mal, instant tot.
Ja, also du musst halt immer. Weil ich singen wollte. Ich wollte nicht kämpfen, ich wollte singen. Okay. Ich kriege mal auf die Schnauze hier. Ja, man muss aber auch sagen, dass die Scharfschützen einen echt instant killen. Also mich zumindest. Instant Rape. Weil der Olo. Aua! Dieser Oro bekommt auch aufs Gesicht. Aber das ist ja auch ein bisschen spannender, ne? Wir wollen ja hier kein Pillepalle machen, sondern wir wollen ja. Ah! Mein Leben! Wir wollen kein Pillepalle machen. Schnitt tot. Speaking of which. Da kommt übrigens einer von links. Okay. Ja, ich bin ja nur ich, der stirbt, weil das ist ja auch vollkommen. Du bist ja egal. Wumms, Wumms, du egal. Bist, human. Ich bin Operation quasi am Ende, sobald Gegner tot sind, bin ich nur so eine Pfütze Operation auf dem Boden. Human Shield, kennst du vom South Park-Film? Ja. Ah, herrlich. Wie war das noch? Wir schicken alle schwarzen Soldaten vor. Das war wirklich, aber wie gesagt, ne? Das war im Film. Das wollen wir nicht. South Park, der Film, wie alt ist der eigentlich? Ist der mittlerweile schon irgendwie 15 Jahre alt oder so? Gesehen. Der ist auch nicht gut gealtert, muss man dazu sagen. Wie alle alten South Park-Episoden. Wenn wir noch ein bisschen Ingame-Sound hier kriegen, das wäre echt schön. Michael Krogmann. Bitte, wenn du da bist. Ein Stuhl quietscht. Ah. Noch ein bisschen, so noch ein bisschen mehr vielleicht? Was wird hier aufgelötet? Danke, danke, Bell. Löti Mac. Im Geiste ist, ist Michael immer hier. Michael. Guck mal, Mantle ist doch da. Ha! So muss es sein, kriegt er doch nicht seinen Penis gebrochen. Guck mal, er lässt am rumgleiten hier. Was ist da los? Also am besten mal Ingame auf mich, weil der Olli, der macht eh nix. Nur so als Info. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin der Jens, ich mach auch Witze hier. Ab und zu mal. Ja. Zum Witze machen haben wir dich nicht eingestellt, Jens. Ja, sondern zum Money Making. Ja. Ich bin der Money Boy. Shish. Die so. Shisha. Bitte hol mir die Shisha. Homie, hol mir die Shisha. Shisha mit Tobacco. Lime Berry. Cherry Cherry. Alter, soll ich dich schlagen, weil du das Lied kennst, oder? Bitte hol mir die Shisha. Oder haust du dir selbst ins Bitte Gesicht? Bitte hol mir die Shisha. Shish, shish. Versace, Versace, Versace. Du kannst nicht Moneyboy auswenden? Nein! What the fuck? Ich habe in meinem Leben anderes zu tun, als Moneyboy zu hören. Dann ist dein Leben auf jeden Fall nicht ausgefüllt. Doch. Deswegen beschwerst du dich die ganze Zeit, dass alles so schrecklich ist. Oh fuck, mein Cock. Fuck, mein Cock. Der hat mich geschlagen. Aua. Alter, jetzt haut der um die Ecke ab. Komm her, du. Weißt du, was ich nicht verstehe? Warum kann man eigentlich, man kann hier schlagen. Also man hat ja diesen Melee-Angriff. Ja. Wird der eigentlich auch stärker oder ist der immer gleich? Der wird stärker, je nachdem, was du für eine Waffe hast. Wenn du Ach, tatsächlich, das passiert auf den DPS. Wenn du eine Atombombe in der Hand hast, dann wird sie richtig stark. Okay, aber ich werde keinen mit einer Atombombe ins Gesicht hauen, das wäre dumm. Das wäre richtig geil. Hulk Smash! Explosion. Das ist der Hey, Michael Krogi. Krogmann! Woo. Hey! Extra Applaus für Michael Krogmann, der die Box umgedreht hat. Das ist das Wichtigste, was er heute getan hat. Alter, ist das laut. Ist das laut. That face, so. Mit unseren kleinen... Michael ist auch der größte Troll auf der Welt. Mit den kleinen 4-Watt-Boxen hier. Hey, Michael approved. Michael Krogmann. Man hat deine Hand auf jeden Fall gesehen. Vielleicht war es auch nicht dein Daumen, sondern... Einer deiner Penisse. Schön töten, Jungs. Schön töten. Schön töten. Das ist ein neu... Markieren, immer markieren. So, jetzt machen wir ja schön die Türchen auf. Zack, die, zack, zack. Das könnte auch, also wir haben ja auch Bild schön, vielleicht haben wir auch bald Kill schön oder so. Ja, mach mal hier Deckung. Soll ich schon mal mein Dings bereithalten? Schon mal die Hose aufmachen? Ne, da kommt ja gar keiner. Ah, oh, dieser Sound. Morning. So, jetzt müssen wir ein bisschen taktisch vorgehen. Klappt. Sag mir, wenn ich das Ultimate zünden soll, ne? Jetzt. Dann. Also man muss es ein bisschen absprechen später, wenn es schwieriger wird. Vor allen Dingen, weil man die DPS bündeln muss, man muss seine Granaten bündeln. Man muss jetzt auch dazu sagen, wir sind zu großen Teilen gerade sehr overpowered hier drin. Ja. Einfach wegen euch beiden, weil euer Equipment einfach ziemlich krass ist. Und weil du ziemlich krass bist. Nee, ich bin der kleine, dumme Mitläufer. Den keiner mag. Oh fuck! Au! Okay, der ist da. Töten ist dann weh. Fuck. Fuck, ma, la. Shit, shit, shit! Irgendeiner pimmelt mir gerade von der Seite rein. Alles gut, alles gut. Soll nicht mehr so viel fluchen, ne? Aber fuck it. Fuck it.
Ist ja schon 22 Uhr vorbei. Warte, welcher CEO war das noch, der bei irgendeinem LOL-Match gegen so einen anderen CEO gespielt hat und der irgendwie on-air Fuck gesagt hat in den Staaten und dann $10,000 zahlen musste? 10.000. Und wo er drauf angesprochen wurde, also Strafe, warum er das gemacht hat, hat er einfach nochmal gesagt, so ja, muss ich jetzt $10,000 zahlen? Fuck it. Und dann ist es halt auf 20.000 Oh fuck! Oh fuck! Hau mal da eine Granate rein, ja. Dann gestunnert. Müssen erst den Shotgun-Guys wegballern, dann machen wir den fetten Sack. Also nicht die Schilde, sondern erst die Schrotflinten oder ja, was? Ja, ja, weil der andere, den burnen wir langsam runter. Okay. Die Granate für dich, Bitch. Wie sie schreien, wie so kleine Grillhähnchen am Spieß. Das tut dir auch weh, ey. Ich brenne! Stell dir mal vor, du stehst im Feuer. Meine Haut schmilzt! Was würdest du sagen, wenn du im Feuer stehen würdest? Würde ich sagen. Oh! 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 Hier ist aber schnuggelig. Okay, ich werfe mal noch eine Grenade in die Fräse rein. Zack. Sicher, die in unserem Chat-Laptop ist noch Michael Krugmann eingeloggt. Da werde ich heute Abend noch Spaß mit haben. Offline-Spaß. Also hier ist Taktik übrigens, wir lenken den ab und dann geht Oro von hinten ran und schießt auf den Rucksack. Genau, sobald man die Munitionskiste hinten auf den Rücken trifft, macht's piff, paff, geht er down. Das sind so die Tricks, die man hier so macht. Oh, da kommen neue. Ah, sheesh. Ja, guck mal hier, Restock noch ein bisschen. Schuppdiwupp, Kartoffelsupp. Nicht im Feuer stehen, genau. Ja. World of Warcraft Weisheit. Übrigens, der Oro ist aus meiner alten WoW-Gilde. Den kenn ich. Wie heißt die denn, Jens? Abstinentia. Abstinentia? Auf welchem Realm wart ihr denn? Realm. Nicht Realm. 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 Hexe Turrets. Die Turrets sind nicht richtig fies. Also sind überall so Verteidigungsturrets von. Wir kämpfen übrigens, wie heißt denn mal hier diese Trooper Del Elite hier? Wie heißt denn immer die? LMBs. Ja, das ist halt auf jeden Fall so eine. Ist glaube ich von der Armee, oder? Last Man Battalion. Weil ist doch von der Armee, also von amerikanischen Armee, ne? Sind ja keine. Du meinst die Typen hier? Ja. Das sind ehemalige Soldaten und aber auch ehemalige Division Agents, die sich eben gedacht haben, fuck it. Wir machen jetzt hier unsere eigene. Mit Blackjack und Noten. Eigene geile Scheiße auf. Au! Au! Jod, ey. Und ich mal reinlunsen hier. Au, das Sniper! Aua! Die Türme sind echt ziemlich krass. Du bist gleich tot, ne? Ja. Aber ich habe Plan B und zwar, der sieht so aus. Weglaufen? Ja. Und schreien? Wie ein kleines Mädchen. Stimmt. So, mit Plan C ist nämlich von hier oben schießen. Da ist ganz viel Epic Crap gedroppt. Den werde ich mir gleich schön reinlunzen. Boah, diese fucking Turrets hier. Kann man die eigentlich irgendwo ausschalten? Normalerweise kann man die doch ausschalten. Wenn man hinten hochklettert oder so. Ja, ich überlege gerade, wo der... Hack the Turrets. Wo ist das Deaktivierungsding? Warte hier mal hinten, eben. Da ist das Ausrufezeichen. Ich versuche mal durchzukommen. Ich bin schon durch, glaube ich. Ah. Ja, I did it! I'm right behind you. I'm deactivating this shit, I'm my right friends. Behind you. Click it. Don't worry about the courtyard. Don't worry. No scope. Sag ich nur, no scope. Ihr scoped ja gar nicht, natürlich scope-horn wir. Oh, ein Reload. Ja, jetzt sind die Turrets alle green, siehst du das? Das ist green und sagen sie, hey. Green Berlin. Oh Gott. Olli. Wenn ich dich so lieben würde, würde ich dich hassen. Wenn ich dich nicht so hassen würde, dann würde ich dich hassen. Ja, kann man mal machen. Kann man mal machen. Guck mal, hier kann man noch Sachen kaufen. Guck mal hier, ich nehme hier das und das. Oh, hier ist echt Loot. Wo? Hier. Wo? Hier eine fette Kiste. Komm her. Da. Graphene Plateback. Oh, der ist gar nicht so scheiße. Oh, der ist blau. Deine Mutter ist blau. Hey, aber immer nur freitags. Zack. So, wir müssen jetzt hier hinten hin, glaube ich. Hier in den Aufzug. Ah, meine ich ja.
I've tasked JTF squads to search for them, but if you see them, don't hesitate. Oh, wir sind im UN-Gebäude übrigens. Just saying. Warst du schon mal drin? Ja. Du nicht? Oh fuck. Ich hab sie gestunt. Okay. Nochmal. Ah, mein Ultimate hat noch Cooldown. Meins ab. Go, go, go! Ja, ich nutze nicht immer meinen Scope, weil es macht eh keinen Schadensunterschied. Und ich kann so viel schneller schießen mit dem Gewehr, als wie wenn ich jetzt noch extra ranzoomen würde. Das bringt mir auf die Entfernung so oder so nicht. Lust zu flankieren. 130.000 Crit? Und ihr Schiff. 90.000. Verdammte sinnlos in Weltraum. Referenzen. Oh, ich hab den Monitor kaputt geschossen. Oh nein, der war bestimmt teuer. Oh, den hab ich echt ins Gesicht. Die Sniper sind meistens Frauen, ne? Immer, also alle Sniper sind Frauen, ich weiß nicht warum. Sind sie handwerklicher besser? Die haben bessere Augen als Männer, das ist wissenschaftlich bewiesen. Okay. Oh, ein Echo. Das Spiel sieht so lame aus. Ach ja. Activate Echo. Das ist übrigens hier ein Agent. Ich finde das immer so geil, wenn man hier durchläuft. Aaron Keener. Sind das alles Agenten? Vitali Chechenko. Ja, das andere sind... AWOL. Compromised. Raptor. Ist das der Endgegner? Nee, aber den hatten wir die schon? Flag is a traitor for participating in occupying enemy Frauen force. Haben echt die größeren Augen, deswegen. Oh. Nice. Domino. Domino und Raptor. Klingt wie eine krasse Hip-Hop-Crew. You'd better hear this. So. Okay. You broke radio silence. Oh, warte. Warum ist Olli immer noch so schlecht, Kappa? Das Kappa kann man auch weglassen. Da oben kommt ein Boss. Okay. Soll ich den stunnen? Ja, mach mal. Stun. Kill it with fire. I kill it. Aua. Da kommt dann die Treppen hoch. Kann hier mal einer hier weglunzen? Mach mal ins Explosive Bullets rein. Ja, man hört's. Suppressed. Explosive Bullets bringen ja relativ viel gegen gepanzerte. Macht Sinn, ne? Das ist ja der Raptor. Ihr macht einfach viel zu viel Schaden. Das ist immer richtig krass. Oh, Epics! Epics! Ich habe aber nur einen Rucksack bekommen und einen Mod. Naja. Okay. So, hier unten kommen jetzt neue, glaube ich. Mach mal hier deine Dings hin, wenn die gleich da durchrushen, dann. Okay, zu spät. Hä? Ups, sorry. Mein Fehler. Kommen jetzt noch mehr oder was ist das? Oh, ja. Mehr Explosion, wir brauchen mehr Explosion. Oh ja. Ja. Also Michael Bay. Das Ende von der Mission ist echt ziemlich geil. Richtig abgedreht. Nämlich ein bisschen an Metal Gear Solid. Du kennst es noch gar nicht, ne? Nee. Also wir sind jetzt hier sozusagen in der. Oh fuck, in der letzten Mission. Und, ich werfe da jetzt eine Granate hin. 3, 2, 1. Gestunt. Ich habe auch noch eine Granate hinterher. Also es sieht jetzt zwar sehr leicht aus, aber wie gesagt, wir haben jetzt auch zwei Leute dabei, die sehr gut equipped sind. Man muss sich vorstellen, normalerweise wären da jetzt drei von mir drin, ohne euch. Dann sieht das Ganze noch schon ganz anders aus. Also wir hauen die natürlich recht schnell weg, ne? Muss man halt fairerweise dazu sagen. Ja, guck mal, du hast wie viel DPS? 100.000. 100.000. Ich habe jetzt 50.000. Und der Oro hat, glaube ich, 150. Oro, wie viel DPS hast du? Und normalerweise wäre man jetzt hier mit 50.000 drin. 182.000 und nicht mit 182.000 DPS. 182, also haben wir haben jetzt so viel wie halt... 182.000! Also wir haben jetzt so viel wie ein ganzes... Wie sechs Division-Agenten. Ja, oder wie sechs von meiner Sorte.
So. Und das macht mich ganz wahnsinnig, dass ich immer die Highlights von Michael Krogmann hier sehe. Ich muss mich jetzt hier ausloggen. Nein, lass doch, scheiß drauf. Aber ich sehe mal @michael Krogmann. Geht aber schon weiter. Hallo, Action hier. Okay, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Oh. Okay. So. 3. Warte, Sniper Rifle raus. Ich mach mal Scan an. Okay. Soll ich irgendjemand stunnen? Nein, scheiß drauf. Go. Hab den Boss gestunnt. Den Boss. Ja, aber named ist das, oder? Nee, ist es nicht. Sorry. Bin dumm. Dumm und scheiße. Wir müssen gleich... Oh, fuck. Da kommt noch einer. Wir müssen gleich, nur waren hier Sniper. Die kommen gleich erst, glaube ich. Was ich ganz cool finde, dass die KI auch hier richtig, Rambo Messer! Was ich sagen wollte, was ich ganz cool finde, dass die KI richtig ihre Special Abilities auch benutzt. Also hier so Turrets aufbauen und so ein Shit. Ja. Fuck. Kann ja auch mal eine Kopfnuss geben. Ich geh jetzt mal nach oben hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, fuck! Gestunt. Jens, stirb nicht! Nein! Oh. Jens! Ich würde für dich auch durchs Feuer gehen. Ich bin noch mit dem Feuer. Okay. Geregelt. Ich fühle mich hier so ein bisschen in Stich gelassen gerade. Fick! Ja, bei mir geht es gerade ab. Ich bin down. Wo bist du denn? Wo bist du? Wo bist du denn? Ich lieg da. Ja, tu mal deine Hand da weg. Ich meine hier. Wo bist du denn? Ein echtes Rambo-Messer. Ja, der Oro sitzt genau neben mir. Der wird mich jetzt gleich ressen. Wie viele Stunden habt ihr die letzte Woche gespielt? Ich habe gar nicht gespielt. Ja, ich auch nicht. Oh nein, ich habe mein Ultimate gezündet. Sorry, ich bin auf die Tastatur gekommen. Ich glaube, ich habe 40 Stunden und du so... Das ist Gothic 1, genau. 50 mit oder Michael so? Michael Krogmann und Michael... Nee, du hast mehr. 60? Ich habe 4 Stunden erst gespielt. Ich muss jetzt hier hochkommen, schnell. Und gleich dann Ultimate. Also ich ziehe mein... Sobald ich den... weiß schon, ne? Gut. Was? Ich habe dir nicht zugehört. So, jetzt kommt wieder der nächste Boss. Oder auch nicht. Also hätte kommen müssen. Interact with the laptop. Ich geh runter, ich mach das schon. Ist schon okay, Boys. Ja, ist okay. Einer muss es ja machen, ne? Ja, da ich der Coolste bin, drücke ich hier ein bisschen mit der Hand auf hier rum. So. Das ist wie bei Team America. Machen Sie das geheime Zeichen. Geht los. Ja, wo denn? Da oben. Puls. Okay, sind gestunt. Aua. Okay. Domino. Domino's Pizza. Ich muss dazu sagen, wir haben halt hier oben. Oh, fuck. Schön, dass wir uns alle gegenseitig blocken. Aha, oh, ist nur eine Stun-Granate. Oh, Gott sei Dank. Alter. Hier, Stun zurück, du Bitch. Oh, mir reicht's jetzt, warte mal aus. Komm schon, fick dich. Komm schon, komm schon! Was will er denn jetzt? Oh, komm. der hat High-End gedroppt! Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Wieso kriegst du High-End und ich nicht? Ich will da hin! Wahrscheinlich ist das irgendwie nur so ein Division-Tag oder so ein Scheiß. Oder ein Mod. Fucking High-End! Vor Sienzi! Mein Nasiok! Ich will auch High-End haben! Mama! Wie sofort, sobald irgendwas getroppt ist, man einfach alles ignoriert und einfach nur seinen Scheiß-Loot haben möchte. Ich töte euch alle ganz schnell! Zack, 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 zack! Ich will mein fucking Loot! Fucking, ich geh jetzt runter, ey. Kann nicht mehr warten. Wo geht's hier runter? Da hinten. Ich will gleich aus dem Fenster springen. Get to the chopper! Ey, wenn's jetzt irgendwie nur ein fucking
random Scheiß ist, dann werde ich fucking fucking. Vielleicht gehen wir mal auf deinen Screen, dann sieht man, was du bekommst. Rush Armor! Geh auf mein Gott! Okay, ich klicke jetzt nur noch nicht drauf, bis es hier. Ich sammle derweil mein ganzes Piss hier ein. Und sonst so? Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur irgendwie so eine Scheiße bekommen. Was habe ich denn bekommen? Ah, jetzt! Ah, gucken wir mal. Oh, ich habe mittlerweile schon drei epische Pistolen. Aber die gibt dir kein DPS. Ah, fuck! Die gibt dir sogar weniger DPS als deine. Ja, aber die hat... Aber die gibt dir 30.000... Increased Kill XP, sehr gut für Dark Zone Level. Der hat einen Mod und Protection from... Also es ist halt eine sehr defensive... aber gar nicht mal so scheiße. Die ist wahrscheinlich cool für... Kindergeburtstag. Dingsbums. Ja, ich bin jetzt bei dir drin, deswegen kann man gerade nicht sehen, was man... wie die. Also ich erkläre mal kurz. Meine Rush Armor, die hat Protection from Elites, also was halt sehr geil ist so für High-End-Gegner. Increased Kill XP, was sehr gut ist, um halt in den höheren Dark Zone-Gebieten halt zu farmen. Prepare your Dark Zone. Halt noch einen Mod-Slot. Und ja, aber ich halte trotzdem meine andere noch an, weil ich mehr DPS damit habe. Shish! Bitte hol mir die Shisha. Cool. Hat sich ja schon fast gelohnt, ey. Ja, ich habe einen Rucksack bekommen. Aber den könnte ich halt rerollen. Wenn ich ihn nämlich reroll auf Fire-Schissel, also auf DPS-Schissel, dann ist die gar nicht so schlecht. Sie ist eine sehr defensive. Aber trotzdem, 20% Kill-XP ist echt. Increased Kill-XP. Ist gar nicht so kacke zum Leveln. Was sagt Oro dazu? Ist nicht so kacke zum Leveln? Jetzt gleich kommt Jo. Ja, super kacke. Was? Super kacke, hat er gesagt? Ist sehr nice, ist hat er gesagt. Ist sehr nice. Echt jetzt? Ja, super nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir müssen Werbung machen. Ja gut, dann machen wir jetzt Werbung. Werbung machen wir dann gleich weiter mit dem fetten Endboss, der wirklich sehr fett ist. Der ist... Hä, ich dachte, das ist schon fertig. Nein, jetzt der Endboss kommt doch noch. Wieso? Wir sind doch mit der Instanz schon fertig. Nein. Natürlich. Nein, Mann. Doch. Es geht noch weiter, glaub mir. Stimmt überhaupt nicht. Doch. Okay, was Jens sagt. Es geht weiter.